eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Okay. Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Hier ist schon wieder eine Katze. Ja, ich würde dich auch gerne mal streicheln, aber irgendwie funktioniert das nicht. Wie auch immer. Ich möchte gerade nochmal was nachgucken, das habe ich nämlich eben vergessen. Und zwar bei der Ausrüstung können wir hier wieder Sachen herstellen. Und zwar einen Brustschutz, einen besseren. Dafür fehlt uns das Holz. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, ich würde sagen, machen wir mal einen neuen Brustschutz, oder? Boah, der bringt uns über 100 Punkte mehr Gesundheit. Bäm. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal die 500 Meter hier zum Hof. Halt, hier geht's raus. Hallo, mein liebes Pferdchen. Achtung, Ziegenkreuzen. Wir haben doch eben erst in der Ecke. Oh, das sind aber bitte jetzt nicht Banditen, die mich in 0,x umgelegt haben, oder? Und da die kleine Oase, ja? Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Gerade mal gucken, was hier so los ist. Was haben wir denn da? Level 9. Level 8. Ist hier dann Level 10. Gut. Okay, dann heißt es jetzt, ich mache mir mal hier hinten noch ein bisschen Platz. Echt ein paar rum. Das Mädchen! Sophronius wird uns für unsere Arbeit belohnen! Steht er mit dem Rücken zu mir? Der Erste, der sie findet, bekommt eine Extra-Ration Bier! Bringen wir es schnell hinter uns. Im Haus wartet ein Schwein auf uns. Kommt uns nicht nochmal!
rein. Theoretisch müsste ich an den auch noch mal kurz dran. Ja, gerade so schön wegläuft. Na komm. Komm schön her. Oh, jetzt kommen sie beide. Das ist scheiße. Das war knapp. Da. Und tschüss. So, warte mal jetzt. Achso, warte mal, den haben wir ja auch noch. Können wir den auch platt machen? Versuchen wir jetzt mal was. Vom Pferd runter. Bäm! So, jetzt renne ich gerade mal hier hinter und mach mal hier diese, das ist ja wieder so eine Online-Dings. Jetzt kriegt der nämlich eine verpasst. So, warte mal, muss ich die jetzt aber auswählen, gell? Oder? Auf der... Hey, wieso 1000 Meter? Okay, das ist hier gar nicht. Ne, dann... Ich habe gedacht, das wäre jetzt die hier. Gut, gut, gut. Dann machen wir das hier. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann... Ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Okay. Im Fall der Fälle, sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Ja. Ich, entschuldige bitte, aber ich bin trotzdem mal so frei, ja? Du hast sicher nichts dagegen. Ich weiß, arme junge Mädchen beklaut man nicht, aber... Es hat ja schließlich einen guten Zweck. So, Pferdchen, Pferdchen, wo bist du? Was geht nicht. So, los geht's. Hundertfünfzig Meter. Das Fragezeichen nehmen wir noch mit. Flusspferdversteck.
Ja, und weiter? Tier töten. Lass mich raten, da kommen jetzt 10 Tiere, wenn ich hier eins töte. Und ich habe keine Pfeile mehr. Komm, ein Schlag noch. Oh. Verpiss dich. Verpiss dich. Geh weg. Du stinkst. Was will das von mir? Geh doch weg. Das ist immer noch hinter mir. So eine Scheiße. Ja, hört sich so an. Geh bloß weg. Habe ich schon geplündert? Ja, das war doch meins hier. Oh, da wirst du von so einem riesen fetten Nilpferd verfolgt. Oh Mann, ey. So. Wir gehen mal kurz in Deckung. Was treibt denn sich hier noch so rum? Level 9 Boss. Sehr schick. Level 7. Level 8. Alter Schwede. Ja, genau. Ihr habt ja wohl einen an der Waffel. Hier im Haus bestimmt auch gar keine. Na super. Neuer Ort entdeckt, Außenposten an der Seevilla. Scheiße, ich wurde gesehen. Flitz, nimm die Beine in die Hand. Nein, nicht da lang. Aua. Ihr bleibt jetzt aber nicht da stehen, oder? Ja, genau. Du kannst gehen. Alter, die bleiben jetzt... Nein. Okay, der geht. Komm, dreh dich mal rum.
Na komm, den verarschen wir jetzt. Alter, was? So schaut's aus, mein Freund. Put. Brief auf feinem Papyrus. Oh, ich kann es nicht lesen, sonst sieht er mich. Bla bla bla. Weigert sich, Kaufvertrag sei falsch, er muss sterben, seine Familie auch. Es wird ein Unfall aussehen, wir teilen uns den Gewinn. Wenn er ein Landhaus denkt, ich muss gehen. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Mal, wenn ich das jetzt hier... Und tschüss, Herr Kapitän. So, was haben wir denn noch hier? Hier gibt es doch bestimmt noch mehr, oder? Oh, hier haben wir eine große Kiste. Merci beaucoup. Wieso läuft denn der jetzt schon wieder rum hier? Der bezieht jetzt Stellung da oben. Bleibt er jetzt dafür immer stehen? Ich muss
Jetzt kommt da hinten einer. Die laufen auch gerade so, wie sie Bock haben, oder? Ist das euer Ernst? Ja, wo ist denn der jetzt hin? Na ja gut, eigentlich haben wir ja hier alles, was wir brauchen. Können wir auch gehen. So. Wir haben eh noch einen Auftrag, wir müssen eh noch einen killen. Na komm. Oh, ich vergesse das immer mit dem... Nein, wo willst du denn hin? Halt doch einfach da lang. Nicht A drücken, wenn ich auf den Gaul steige. Wir sind hier nicht beim Witcher. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Hey, was? Wir sind jetzt... Warte mal gerade, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Okay, ich bin hier, aber eigentlich noch gar nicht fertig. Warte mal, Steinkreis haben wir entdeckt, oder? Ja. Hier ist noch ein Fragezeichen. Und dahin sowieso noch mehr. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Den hätte ich gern noch. Ja gut, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Wir machen jetzt erstmal das hier schnell. Lieber, ich lasse dich mal kurz hier. Wir gucken uns das Ganze erstmal aus der Luft an. Ein ganz kurzer Blick. Okay, den muss ich killen. Super. Dann würde ich sagen, ab dafür. Das ist ja ansonsten, glaube ich, eine stinknormale Stadt, oder? Solange ich mir nichts zu Schulden kommen lasse oder in ein Sperrgebiet gehe. Wir sind in Alexandria. Okay, das war gerade Sperrgebiet, glaube ich. So, wir gehen mal lieber in geduckte Haltung. Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Amelison.
de su. Forenzen. Na, Freunde? Jetzt werdet aber komisch, hä? Mal schick verarscht, die Burschen. Shit. Das ist so geil. Das machen wir anders. Das machen wir so. Quest abgeschlossen, Geburtsrecht. Und somit sind wir Rang oder beziehungsweise Stufe 11. Bam! So, und da du ein komischer Blödmann bist, danke. So. Gut. Wir sind in Alexandria. Wir holen uns jetzt mal, würde ich sagen, hier einen Schnellreisepunkt. Dann brauchen wir nachher nicht nochmal herreiten. Ja. Einfach mal den hier. Oh, wie geil das hier aussieht, ey. Fahrt euch das mal rein hier. Einfach nur super schön gemacht. Alter, was ist denn hier los? Ist alle bescheuert. Wie die gesenkten Säue hier durch die Stadt. Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen. Nee, du sollst da hoch. Ist das ein geiler neuer Ort entdeckt? Serapeum. Sehr cool. So, wir müssen irgendwie da auf die... Der Ka ist weg. So wenige Ägypter kommen in die Tempel. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Wie traurig, das Serapeum so zu sehen. Wir müssen ganz auf die Statue hoch. Auf den Kopf. Hepp. Oh, wie cool. Sehr, sehr cool.